Hallo und herzlich willkommen zurück zu Silent Hill 2. Wir sind im letzten Part hier stehen geblieben. Und wir haben endlich das Brookhaven Hospital abgeschlossen. Meine Fresse, hat ja lang genug gedauert. Und jetzt sind wir endlich wieder in der Stadt. Und wir sind im letzten Part tatsächlich gut durchgekommen. Was müssen wir jetzt machen? Erstmal rausgehen und uns die Scheiße ansehen. Wer den letzten Part nicht gesehen hat, das war. No. Ah ja, yeah, es ging einiges ab. Okay, wir sind jetzt draußen. Kopfhörer kurz ein bisschen lauter stellen. So, Carter. Ich nehme das hier übrigens gleich am Folgetag auf. Ah, wir müssen jetzt darüber und dann hoch zum Park. Wahrscheinlich da. Okay, er spricht jetzt eher lang links. Zweimal links, okay. Ja, und wie ihr sehen könnt, es ist jetzt fucking dunkel. Und überall sind Monster. Wir haben richtig ein Problem. Dürfen wir uns. Aber wir haben auch, halt auch einen Haufen Shit gefunden. Wir dürfen uns bloß nicht treffen lassen. Alter, die Mucke. Ja, und wir müssen dann irgendwie hoch die Hauptstraße nehmen. Was ist das? Zum Lakeside Amusement Park oder zu diesem komischen Freizeitzentrum? Hast du nicht gesehen? Oh. Nein, 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 das machst du nicht. Das machst du nicht. Aber Alter, die Items. Alter, wir müssen so viel Pistolenmuni mittlerweile haben. Sind wir richtig? Ja, und da vorne müssten wir dann, glaube ich, durchkommen. Es ist auch ziemlich lange. Controller? Okay, Controller funktioniert. Es ist auch ziemlich fucking lange her, dass wir mal die Stadt frei erkundet haben. Ich meine, ja, wir waren beim letzten Mal. Wurden wir eigentlich quasi gelotst, ein bisschen durch die Stadt mit Maria und so. Gut, wir könnten ja uns jetzt. Wollen wir mal runtergehen? Ja, wir gehen mal runter zur Absperrung. Quasi, oder? Weil hier liegt ja meistens auch noch geiler Stuff. Diesmal nicht. Jetzt müssen wir wo lang? Hoch. Okay, die Straße endet einfach im Nichts, auch nicht schlecht. Wir haben ja auch schon Gewehrmuni gefunden. Ich hoffe, wir kriegen bald ein Gewehr. Wir haben ja auch schon die Shotgun fast übersehen. Was ein bisschen Fail von mir war. Richtig geil. Obwohl wir den dann einmal gesehen haben. Irgendwas? Ich muss sagen, mir gefällt aber der Abschnitt jetzt. Du hast wieder ein bisschen Freiheit. Du kannst wieder ein bisschen was machen. Was ist hier? Safe Point. Warte mal, Karte. Jack's Inn. Können wir hier irgendwo rein? Ich glaube, das ist, Spoiler, der Ort, wo irgendwann auch in Silent Hill 3 der ganze Scheiß passiert, oder? Ist hier was? Können wir hier was machen? Nee. Carter, wohin? Ah, okay. Wir sind fast da. Oh, shit, shit, jemand. Okay, irgendwo bei einer Statue. Hier ist was vergraben und da finden wir was. Alter, das ist doch. Was haben wir denn jetzt alles? Ja, Alter. Wir spielen ja, by the way, übrigens immer noch auf fucking normal, ne? Nicht auf einfach oder sonst was, ne? Auf normal.
Irgendwo bei einer Statue. Haben wir die jemals gesehen, die Statue? Ah, hier. Okay, irgendwo. Ah, hier. Willst du graben? Ich hatte gedacht vor der Statue, aber okay, dahinter, ja. Metallkasten ist mit Bolzen verriegelt. Ich kann den Deckel nicht öffnen. Wait a second. Wir haben das Ding doch bekommen. So, wofür wir die Batterie brauchen, auch keine Ahnung, vielleicht noch für irgendwas. Ja, aber die war rein optional, die hätte man nicht mal finden müssen. Alten Bronzeschlüssel. Erfolg freigeschaltet, gutes Auge. Okay, was ist der Bronzeschlüssel? War hinter einer der Statuen im Park versteckt. Okay, ich glaube, aus meinem alten Durchlauf noch zu wissen, wo wir jetzt hin müssen. Ja, wir müssen doch jetzt wirklich halt, glaube ich, hier hoch. Silent Hill Historical Society. Ja, und da beginnt ein relativ cooler Abschnitt, wenn ich mich nicht recht entsinne. Also, wenn ich mich recht entsinne, so. Wir können mal, obwohl, warte. Warte, warte, warte. Wir können ja auch so den anderen Weg zurück. Wir laufen noch mal kurz zum See rein. Des Erkundungswesens halber. Vielleicht findet man hier noch was. Außerdem haben wir hier Maria das erste Mal entdeckt. Das war doch hier, oder? Irgendwo beim See. Ja, hier. Um ja hier zu sehen, alles ausgetrocknet, Eis im Arsch. Ja, wie gesagt, mit Maria. Maria hat sich eh gegessen. Ja, das war ein stabiler letzter Part. Ah, hier. Eine Ampulle. Oh, sehr gut. Man wird belohnt fürs Umgucken. Irgendwas gefunden. Lakeview Hotel. Kann ich hier beim Auto was machen? Dude. Kamerawinkel. Danke, nee. Okay, Lakeview Hotel. Zum Geier sind wir hier. Ah, okay, hier waren wir schon mal an der Tanke. Ja, und wir merken, wir laufen hier ziemlich lang. Es geht langsam aus der Stadt raus. Eieiei. Die Dinger werden aber auch jedes Mal unangenehmer, ne? Your Ad. Deine Werbung könnte hier stehen. By the way, Nebenthema, kurz Nebenthema. Ich kotze gerade so ab über die YouTube-HP-Werbung. Bekommt ihr die auch? Alter, die geht unendlich lange. Und generell über die YouTube-Werbung, weil YouTube, ich jetzt immer mehr Werbespots von 30 Sekunden plus bekomme. Also 30 Sekunden, erste Werbung, danach irgendwie nochmal 20.
Meistens kannst du die ja überspringen, aber das ist ja so dreist, Alter. Es gab mal nur fucking 20 Sekunden Werbung. Ich habe ja sogar noch die YouTube-Zeit erlebt, wo es nur ein Werbespot gab. Also nur ein Werbeblock und danach war es das. Alter, es ist selten heutzutage auf ein YouTube-Video zu klicken und es gibt keine Werbung am Anfang. Sache ist, dass die meisten das ja nicht mal beeinflussen können. Oh, fuck you, scheiß Vieh. Oh Gott. Aber ja, das vor allem die HP-Wangen. Ich habe die jetzt schon die ganze Zeit blockiert, aber es geht mir halt so auf den Sack, Alter, auch. Hier, willst du das? Naja, HP, Ultra, irgendwas. Ich denke, Alter, halt die Fresse. Lass mich bloß in Ruhe. Kommen wir herein? Ja. So, Nebenthema abgehakt. Saven. Ja, wir sehen könnt, ich nehme das hier direkt am 19. auf. Somit wisst ihr jetzt auch, wann die Parts irgendwann mal online kommen, weil ich habe jetzt schon ein bisschen was auf Vorrat. Ich habe mal so gerechnet, das letzte Play wird mit spätestens Part 18 enden. Part 16 ist momentan realistisch, aber Part 18 wird spätestens je nachdem, wie ich durchkomme. Okay, wir sehen uns erstmal um. Wir sind jetzt, glaube ich, in einer Art Museum. Nebliger Tag, Nachlass des Urteils, das ist er. Ich finde es gut, wie James sowas dazu sagt. So, ja, das ist der, den wir die ganze Zeit. Hier hängt ein Foto. Kohlengrube Wildtäser. Ich hoffe, es ist nichts Interessantes. Was für ein Koffer? Das war eine Vitrine, Digga. Oha, hier wurde aufgebrochen. Nicht schlecht. Ist ein Foto von einem sehr, sehr tiefen Loch. Was könnte das sein? Oha! Oha! Ist hier? Nichts. Ja. Auch dieses reine Fehlen von irgendeiner Musik, das ist so gut. Der Abschnitt jetzt könnte für viele von euch ziemlich interessant sein oder ziemlich frustrierend, je nachdem. Er bringt so, ne, das Spiel nochmal ein bisschen, die Stärken des Spiels nochmal ein bisschen zur Geltung, wenn ich mich recht entsinne. Der geht auch, glaube ich, nicht so lange, vielleicht maximal 1 bis 2 Stunden. Müssen wir mal schauen. Ja, und gerade habe ich sehr große, ich wollte Lost in Vivo Flashbacks sagen, aber ja auch. Spookies Jumpscare Mansion Flashbacks, der DLC. Ich höre was. Ja, okay. Ich wollte schon sagen. Sind wir? Hier liegt irgendein Dokument. 11. September 1820, Häftling Nummer C221. Den Rest kann ich nicht lesen. Was ist das? James sieht hier noch was. Oh! Ja, wir sind jetzt nämlich im Untergrundgefängnis. Oh, das wird ziemlich ätzend. Ja, hier gibt es nämlich sehr viele Monster. Haben wir eine Karte? Ich habe keine. Danke. Ich habe keine Karte für den Gebiet. Blutrotes und weißes Bankett für die Götter. Tut euch aufspießen. Was?
Ich habe hier eine Fliege auf meinem Monitor. Ich raste aus. Tod durch Aufspießen, eine Hinrichtung im Gefängnis. Tod durch Aufspießen oder Erdrosseln. Die Todesart zu wählen ist der letzte Akt der Freiheit eines Gefangenen. Foto Gefangenenlager Toluca. Während des Bürgerkriegs gebaut wurde, später zum Gefängnis von Toluca. Okay, es gab legit ein Gefängnis. Wusste ich gar nicht. Na gut, das haben sie ja dann auch in Silent Hill Homecoming übernommen. Warum man da ein Gefängnis es gebraucht hat, keine Ahnung. Das war ja dann auch in Silent Hill. War das vielleicht das? Ja, fuck this shit. Ja, erstmal hier langlaufen. Erstmal gucken, was es hier gibt. Ah ne, von hier kamen wir. Da. Oh shit. Ich glaube, wir haben keine Wahl. Hier ist das Bild. Das sehr, sehr tiefe Loch, James. Komm schon. Schönes Detail, er hatte in der Zwischensequenz ebenfalls die Shotgun in der Pfote. Ist nur eine Wand, das ist anders. Die Fläche fühlt sich anders an als eine normale Wand. Ob ich sie wohl durchbrechen könnte? Ja, warte mal. Ah! Kann man wirklich hochklettern? Wir haben auf Anhieb die richtige Stelle gefunden. Das ist ja geil. Eigentlich wollte ich nur wissen, ob ich überhaupt was machen kann. Okay, wieder die Shotgun. Wir haben Munition wie Sau. Uah. Oh shit. Okay, geht's hier irgendwo rein? Was hier? Ich hab den Schlüssel mit Spiraltext. Okay, das sieht mir ein bisschen. Ich hab den Schalter gedrückt, aber nichts passiert. Was? Warte mal. Können wir jetzt unsere Batterie verwenden? Ist die leer? Warte mal. Kann ich meine Waffe wechseln? Das ist ja... Es ist, er zweifelt ja zum Fegefeuer führet. Was ist, wenn ich jetzt die Batterie nicht hätte? Müssten wir dann hier jetzt im Dunkeln hier durch? Ich komme hier nicht durch. Was ist hier? Hier ist ein Zifferncode. Digga, woher soll ich das denn wissen? Ja, ich habe keine Ahnung. Okay, wir sind in irgendeinem komischen Raum und ich weiß aber nicht, was ich hier tun soll.
Steht hier irgendwas an den Wänden? Irgendwelche Zahlen? Nee. Okay, ja, wahrscheinlich mussten wir verrecken, I guess. Weil wir da zu früh drin waren? Ich hab keine Ahnung. Interesting. Merken, da erstmal nicht reingehen. Da erstmal nicht reingehen, okay. Hier gab es überall nichts zu erkunden. Oh nein, wir müssen wieder hier unendlich. Oh, ist das beschissen. Vielleicht war es auch einfach die falsche Idee, einfach da die Batterie für die Taschenlampe zu verwenden. Ich habe keine Ahnung. Aber ja, das Untergrundgefängnis. Wie gesagt, das können einige von euch hassen. Ich fand es eigentlich ganz gut. Ich hatte es in guter Erinnerung. Ja, obwohl es, glaube ich, ein, zwei frustrierende Stellen gab, vor allen Dingen, was die Orientierung da angeht. Also das könnte wahrscheinlich mit das Schlimmste sein, weil man, glaube ich, keine Karte vom Gebiet hat oder erst sehr spät eine bekommt. Wir werden sehen. Die Sache ist, ich konnte halt auch den Schlüssel nicht verwenden. Ich konnte, sonst hätte ich ja irgendwie was machen können, aber... Huh. Okay, das ging diesmal deutlich schneller. Hier liegt ein Dokument. Da, ja. Ah, ich bin schon wieder in die Falle getappt. Hier lang. Und rein. Wir überspringen mal so. Ja. 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 Das ist ja geil. Diesmal finde ich es überhaupt nicht. Ja, eben auf Anhieb gefunden, jetzt ewig gebraucht, richtiger Profi. Let's go. Okay. Let's go. Da diesmal, also hier nicht rein. Merken. Oder warte, hier konnten wir rein, aber vielleicht dürfen wir das Ding nicht aufheben. Oha. Das ist eine Tür, die Tür ist verschlossen. Okay. Erstmal umsehen, schätze ich. Ah, ah. Oha. Oha, 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 oha. Vielleicht geht's hier irgendwo lang, keine Ahnung. Ja. Ah, nee, ah, fuck. Ja, aber ich habe doch hier gar keine andere Möglichkeit, oder? Sehe ich was hier? Hm.
Okay. Ist der Zweifel, der euch zum Fegefeuer rührt? Okay. Okay, muss ich das schnell genug ausprobieren? 4, 7, 4? Nee. Wahrscheinlich muss ich alle Kombinationen austesten. Nein. Ja, okay. Du musst nur lang genug überleben und die Kombinationen austesten. Deswegen hast du da auch deinen... den Erste-Hilfe-Kasten bekommen. Okay, okay, not bad. Tür ist verschlossen. Okay. Ja. Okay. Aber fallen wir jetzt nicht nach unten? Ja. Stockdunkel. Wirst du gehen? Ja, los geht's, James. Wenn Silent Hill eine richtige Assi-Stadt wäre, dann hätten sie ihn jetzt verrecken lassen. Einfach unten, harter Boden, bam. Person ain't no big deal. Just put the gun to their head. Pow. You killed him? But it wasn't my fault. He made me do it. Calm down, Eddie. Tell me what happened. That guy, he had it coming. I didn't do anything. He just came after me. Besides, he was making fun of me with his eyes, like that other one. Just for that, you killed him? What do you mean, just for that? Eddie, you can't just kill someone because of the way they looked at you. Oh yeah? Why not? Till now, I always let people walk all over me. Just like that stupid dog. He had it coming too. Eddie. I was just joking, James. He was dead when I got here, honest. Anyway, I gotta run. You're going out there alone? Yeah. Eddie! Jetzt weiß ich übrigens, dass die Benachrichtigung ausstellen bei der Xbox es einen Scheiß bringt, weil das habe ich nämlich tatsächlich gestern nochmal gemacht. Trotzdem bekomme ich immer noch Benachrichtigungen, wie lange ich spiele. Fuck you, Xbox. Das hat eben überhaupt nicht gepasst. Es ist eine Leiche. Der Körper ist mit Einschusslöchern übersät. Oh, Eddie hat mehrmals geballert. Richtig toll. Da liegt aber was. Ach, das ist Besteck und so. Okay. Ja. Ne, du hast dir gute Freunde gesucht. Ein Girl, was die ganze Zeit wegrennt und dich tot sehen will. Eine Freundin, die du hast sterben lassen. Und einen absoluten Psychopathen. Ja, das ist Eddie. Ja. Für gefräßiges Schwein. Passt zu ihm. Okay. Wir sehen uns mal noch kurz um. Ja, der hat ihn halt völlig durchgelöchert. Sonst noch irgendwas hier? Na gut. Ich meine, beim letzten Mal hat er halt auch ein Monster umgebracht. Hat irgendwie einen Hund. Hast du nicht gesehen? Das hat er, das war ja seine Story so ein bisschen. Und ne. Weil es halt einfach leid ist, weil sich alle wegen seiner Statur und wie er aussieht halt über ihn lustig gemacht haben. Ja. Ist so ein Ding. Okay, dann würde ich sagen. Erstmal mit Silent Hill 2. Wir haben wieder einen guten Part gehabt. Wir haben das Untergrundgefängnis betreten. Jetzt wird's richtig abgehen. Ich muss aber sagen. I mean, look at, warte, diese fucking Ausrüstung, Alter.
Das ist. Wir haben 291 Schüsse. Hiervon haben wir 96 und 16 Gewehr. Digga, was soll man. Kommt, jetzt ballern wir so lange tot, bis es nicht mehr existiert. Alter. Was ist da? Ah, oha. Ein Bild von diesem Raum. Oder von einem sehr ähnlichen Raum. Nicht schlecht. Okay, wir sagen bis zum nächsten Mal. Ciao.